Jungs, Waffen runter. Was ist los, André? Viktor ist ein Gast. So meine ich keine Gäste. Clean will, dass du zum Mädchen in sein alten Lager kommst. Er will dir unbedingt was zeigen. Jabbar hat uns angerufen. Wir sollen einen Auftrag liefern. Das sind doch keine Söldner. Das sind Kinder. Wir nehmen jeden, den wir kriegen können. Hey, was ist, wenn sie merken, dass wir zu Hagen gehören? Sag mal, was wird denn abgeschlossen? Nie alleine Streber. Das hätte ich mir denken können. Also weißt du auch vom Ferit Bescheid? Natürlich weiß ich über deinen Bruder Bescheid. Abo, wo sind die Jungs? Wo ist William? Habt ihr die Mädels? Ja oder nein? Ich will diese Mädels um jeden Preis. Und um den Rest kümmere ich mich. Bastarde. Ihr habt mir mein ganzes Business versaut. Ist es so schwer, kleine, abgefuckte Mädels einzufangen? Es darf nicht wahr sein. Schau mich an, wenn ich mit dir rede. Schau mich an, wenn ich mit dir rede. Was habe ich mit dir gemacht? Meine Geduld ist am Ende. Meine Geduld ist komplett am Ende. Siehst du, was passiert, wenn man es bei mir verkackt? Du hast nochmal Glück gehabt. Du hast die Chance, jetzt alles mal gerade zu biegen. Nimm ihn, verfütter ihn in ein Schwein. Du kleine Schlampe wirst mir noch sehr viel Geld geben. Du bist doch die Schlampe. Nein, mal frech. Du bist ja schon wie Anna. Gegen mich habt ihr keine Chance. Bring sie weg, diese kleine Schlampe. Und ganz ehrlich, warte, deine Organe werden mir sehr viel Geld geben. Meine Tochter. Wir holen die Helikopter. Der Coach ist auch schon da. Was ist los? Ich hab die Waffen dabei. Ich brauche mein Baby. Die Jungs haben mich überrascht, aus der Bar geschleppt. Und deswegen habe ich mir gedacht, der Coach, der schuldet mir auch Gefallen. Gefallen für einen Gefallen, Baby. So, hast du zu viel Geld oder was? Das kann ich auch alleine machen. Willst du noch was? Los! Du bleibst hier. Baron, du Wichser, ich hab deine Tochter nicht. Wenn du mich willst, hol mich doch. Hol dir diese Bastarde. Los, 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 los. Talia! Wenn ich dich kriege, häufe ich dich. Ein Gefallen für einen Gefallen. Diego, nimm die linke Seite. Und Jungs, pass auf euch auf. Seit wann gibst du mir Kommandos? Kümmere dich um deine Seite. Die Waffe klemmt, Mann! Brauchst du eine Waffe? Ja! Stopp, 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 stopp! Baron, ich hab dir gesagt, lass mich das alleine machen! Blöder Fixer! Mit einem Geld, was von dir kriegst, bezahlst du deine Wertung. Warte, das ist mein Part! Ey,
das Geld. Und wenn er drauf geht, nehmen wir das Geld. Nein! Nein! Er gehört zu unserem Team! Komm jetzt am Nacht! Ich bezahle euch nicht für das Geld. Holt meine Tochter! Alles klar, Chef. Lass auch mal. Okay, komm. Alles gut? Okay. Oh. Scheiße. Ja. Tyson, ich hab Anna. Stark, Bruder, geh raus. Ich halte den Rücken frei, Bruder. Beeil dich, beeil dich. Ich hab sie. Vamos los. Ich muss kurz mit Jabal reden. Ich bin gleich da. Okay. Ich habe das mit Ihrem Bruder gehört, dass er Selbstmord begangen hat. Reden wir lieber nicht darüber. Lassen wir es lieber sein. Hi, Jabal. Hey, Sibyl. Hast du kurz Zeit für mich? Ich würde mich gerne mit dir etwas unterhalten. Ja klar. Magst du dich setzen? Nee, die Mädels warten auf mich. Ist gut so. Aber es ist schön, dass ich dich wieder gesund sehe. Und das mit deinem Bruder, das tut mir wirklich leid. Ja, also ich werde ihn auf jeden Fall vermissen. Das war alles zu spontan. Weißt du, Sibyl, du bist eine starke Frau. Und du bist auch echt tough. Das respektiere ich. Danke. Die Typen, die uns umbringen wollten. Hey, ich weiß schon Bescheid. Das war Ferit. Ferit wollte euch töten. Und die Männer, das waren Angreifer vom Clean. Dann weißt du auch ganz genau, was ich von dir möchte. Mach dir mal deswegen keine Sorgen, okay? Der Cengiz ist schon dran, die werden alle bestraft, okay? Alles schön und gut, aber weißt du, wo das Kind ist? Ich habe gehört, er ist bei Asya, aber sie geht nicht an meine Anrufe dran. Okay, dann schicke ich jemanden zu ihr, um nachzuschauen. Okay, gut,
Ansonsten gehe ich nach der Beerdigung nochmal zu ihr. Es ist noch so viel Papierkram zu erledigen. Na schön, pass auf. Ich melde mich bei dir. Und wenn du möchtest, bringe ich dir auch das Kind. Okay, danke. Dann verbleiben wir so. Mach's gut. Mach's gut. Wir hören uns, ne? Ciao. Chaos, ey. Das hätte ich nächstes Mal alleine gemacht. Und deswegen bist du weggelaufen. Moruk Erkan, für so einen Scheiß ruf mich nicht mehr an. Auf dich ist Verlass. Aber wo sind meine Jungs? Ihr habt euch aber Zeit gelassen. Wir haben sie, Chef. Wir haben sie. Wir haben die Anna. Sie. Wir haben Anna. Wir haben. Wer ist das? Wo ist meine Tochter? Erkan? Diese Söldner kennen nicht mal deine Tochter. Naja, aber hübscher ist sie schon mal. Was? Was ist das? Ich hab keine Ahnung, die haben mich aus der Bar geholt. Darf ich die behalten? Ja, danke, natürlich. Ja, ich kann sie auch nehmen, gar kein Problem. Kannst du mich stattdessen frei machen und zu meiner Freundin fahren? Ja, schwarz. Korrekt. Hol bitte das Geld aus dem Auto, bezahlt. Was eine Geldverschwendung. Jabal wird uns ficken. Warum machst du dich mit dem Job? Hey Harun, wie geht es jetzt eigentlich weiter? Hat sich Talia gemeldet? Nein, noch nicht. Wir warten. Was ist eigentlich mit Cengiz? Er bereitet sich vor. Wir beobachten ihn weiterhin. Gibt es noch andere Informationen? Was hat Paco gemacht? Ja. Paco hat Mädchen an Kling geliefert für den Waffelstillstand. Er hat noch dazu noch ein paar von seinen Leuten geopfert. Und dann meckert er, weil ich von ihnen Leute nehme. Diese Nervensäge. Aber Harun, ich will mit dir zurück nach Frankreich. Ich will aber danach da bleiben. Nein, noch nicht, Eden. Ich brauche dich noch hier. Ich gehe rüber, rede mit Vater, mit Cengiz und komm zurück. Wie du willst. Ich mache das nur für dich. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass wir noch viel Probleme vor uns haben. Probleme, Probleme. Eden, mach dir keine Sorgen. Hast du das Mädchen zu Talia gebracht? Ja. Aber bitte, lass mich nicht mehr auf die Frauen aufpassen. Eden, guck nach den anderen. Und informier mich dann weiter, ja? Talia? Was für Informationen hast du? Was laberst du für eine Scheiße? Ich komme jetzt dahin. Wehe, du gehst weg. Ja. Sag mir bitte, dass Mithi noch am Leben ist. Ja, er lebt noch. Alles gut. Hat er geredet? Ja, anfangs hat er ein bisschen geredet. Ich hab dann halt ein bisschen härter zugegriffen. Ich habe ihm leider den Kiefer gebrochen. Danach kam nicht mehr viel. Stimmt es, was Paco gesagt hat? Einiges, was Paco gesagt hat, stimmt. Aber wo das Kind ist
oder unsere Waffen gelagert sind, hat er mir nicht gesagt. Du weißt, wie Mädchen ist. Er ist stur. Er kämpft bis zum letzten Tropfen. Man muss ihn hart angehen. Ach, Metin. Du hast dein Privatleben nicht im Griff. Du hast die Waffen nicht. Und du hast das Kind nicht. Die alte Garde wird nicht begeistert sein. Mir bleibt nichts anderes übrig, als dich zu opfern, mein Freund. Wir müssen das alles wieder in den Griff kriegen. Business ist Business. Hört sich gut an ihn. Aber wir wissen, dass Cheng ist der Vater. Eigentlich sollten wir uns ihn vorknüpfen. Ja, aber Genghis wird das Kind nicht so leicht hergeben und wird ihn gut verstecken, damit Kapo ihn nicht finden kann. Deshalb bleibt uns nichts anderes übrig, als Metin zu opfern, damit Genghis weiß, dass er uns treu bleiben muss. Dann sieht er, was passiert, wenn er uns hintergeht. Emil, du hältst dich ganz schön zurück, nur weil es ein paar alte Freunde sind. So kenne ich dich nicht. Normalerweise würdest du die ganze Familie auslöschen. Du bist nicht du. Du bist nicht der Emil, den ich kenne. Crusher, wie bin ich hierher gekommen? Weil ich ein Stratege bin. Ich bin der, der ich bin. Du brauchst dir keine Sorgen zu machen. Wir müssen durchdacht sein. Wir müssen unsere Schritte gut überlegen. Wenn die so weitermachen, werden wir sie natürlich alle umbringen. Diesen Paco und alle von der Streberbande. Ich will die alte Garde nicht verlieren. Sonst macht die alte Garde uns einen Strich durch die Rechnung und wir verlieren die Macht. Und wir müssen alles von vorne starten. Warum sollen wir alles von vorne starten, wenn wir schon an der Macht sind? Der Einzige, der mich aufhalten kann, ist der Capo. Ich will, dass er uns gehorcht wie ein Hund. Dann gehört das Untergrundsystem uns und keiner kann uns zerstören. Einfach alle töten. Dann haben wir auch so alles. Was soll ich jetzt mit Mädchen machen? Wir gehen zu seinem alten Lager. Wenn Levi und Victor den Ferit auch haben, dann opfern wir sie. Das wird eine Warnung an beide Seiten sein. Ich versuche nur mal was aus Mädchen rauszuquetschen, bis sich Levi gemeldet hat. Und Crusher, das nächste Mal, wenn du vor mir stehst, hast du gefälligst saubere Hände. Wann verstehen die endlich, dass ich Dreck hasse? Sag mal, was hast du eigentlich vor, wenn dein Bruder gefunden wird? Ich werde mir diese Talia schnappen. Koste es, was es wolle. Ich gehe über Leichen. Sie wird dafür büßen. Überlass es lieber deinem großen Bruder. Er macht es schon für dich. Ali ist im Ausland. Aber wenn er davon weiß, er wird sowas von durchdrehen. Wie, hat er sich noch nicht gemeldet bei dir? Er muss doch wissen, dass da irgendwas nicht stimmt. Er schickt doch deinem Bruder Mädchen die ganzen Waffen zu, um euch zu finanzieren. Das ist nicht das Problem. Die Waffen kommen, soweit ich weiß, ohne Problem an. Aber Ali telefoniert ungern mit Mädchen. Die mögen sich einfach gar nicht. Deswegen weiß er nicht mehr, dass er verschwunden ist. Und wie erreicht man den überhaupt? Das ist Erkan. Im schlimmsten Fall wird er ihn kontaktieren. Aber solange Mädchen noch nicht gefunden worden ist, nur verschwunden ist, wird er ihn nicht anrufen. Und um die Lieferung, wer kümmert sich darum? Soweit ich weiß, Ümit. Aber das hat doch nicht eine Rolle zu spielen für uns. Was interessiert dich das? Schau mal, ich helfe dir, Talia fertig zu machen. Egal bei was, ich bin immer für dich da. Danke, das weiß ich sehr zu schätzen. Aber sie hat noch eine. Und die müssen wir befreien, egal was es ist. Komme, was es wolle. Du lebst! Ist es wahr, was ich gehört habe? Diese Information, die du mir gegeben hast? Du schon wieder, Harem. Komm doch erstmal runter. Setz dich doch erstmal hin. Scheiße, Harem! Ja, wie auch immer. Setz dich jetzt hin.
versuche dich zu beruhigen. Ist es dein Ernst, dass du mich beschatten lässt? Denkst du, ich merke das nicht? Dann hättest du mir auch dein Handy gar nicht geben. Ich hab dir gesagt, es war keine gute Idee. Kommen wir jetzt zum Punkt. Ja, es ist wahr. Genghis hatte recht. Der Überfall auf deine Familie war geplant. Deine Mutter ist eine Verräterin. Es war geplant, dass sie umgebracht wird und dass alle Beweise vernichtet werden. Deine Mutter ist eine Verräterin? Harem, woher weiß sie das alles? Wer zum Teufel war das? Ich weiß nur, dass es jemand von der alten Garde war. Ich will mit dem Scheiß nichts zu tun haben. Du hast alle Informationen, die du jetzt brauchst. Genghis hatte recht, sich zu verpissen und hier nach Deutschland zu kommen. Er wusste ganz genau, warum. Das mit Genghis werde ich schon klären. Mein Ziel ist jetzt die alte Garde. Unterschätze die Lage nicht. Du weißt ganz genau, die werden dich jagen und suchen und alles zerstören, was dir lieb ist. Dann sollen die doch kommen. Einer nach dem anderen. Ich nehme meine Rache. Noch eine Sache, die ich dir auf den Weg mitgeben wollte. Dein Bruder hat Genghis Mutter umgebracht. Du weißt ganz genau, was passiert, wenn Genghis es rausbekommt. Der Kopf deines Bruders wird rollen. Fuck, was machen wir jetzt? Du schuldest mir was, ne? Von wegen, ich habe die Hälfte der Arbeit alleine gemacht. Und ich schaffe es auch alleine. Setz dich mal hin, Bruder. Hi, Tyson. Hey, Melda. Melda, ich glaube, die gehört zu Jabal, dem Söldner. Ich glaube, die können uns helfen gegen Talia. Was ist denn das hier für ein Kindergarten? Los, raus hier. Alle mal raus. Und ihr zwei, Turteltauben, ab nach hinten. Auf, macht's jetzt, kommt schon. Was denkt ihr euch beiden, ne? Was soll der Scheiß, ne? Wo ist Erkan? Er kommt jetzt. Er geht jetzt so lange da rein und putzt, bis er wieder da ist. Habt ihr mich verstanden? Los jetzt! Cem kommt. Salam alaikum, Jungs. Ich check jetzt die Lage da drin ab, okay? Ja, Jungs, was sind das für Masken? Ich hab doch gesagt, komm mal, Stimmbänder. Ich hab doch noch eins mitgenommen. Jungs, was macht ihr? Fick dich, mach diese Anime-Scheiße nicht, Mann. Ey, ich hab doch gesagt, für diese Konoha-Stirnbänder, Jungs. Fuck mich ab und check diese scheiß Lage jetzt. Ja, André? Danke für die Information. Wir sehen uns später. Sehr gut, du hast dein Wort gehalten. Ich habe Scylla. Jetzt hast du dein Scylla. Kümmere dich um deinen Scheiß. Ich warte noch, gleich passiert was. Was? Was passiert jetzt schon wieder? Dışarı. Çık belanı siktirme amına koyayım. Cüneyt abi beruhig dich bisschen ya. Ich war noch nie hier. Ich gehe jetzt sofort auch. Jetzt. Jetzt. Çünkü boka bak amına ya. Şuna bakmayıp nerelere geliyor. Pezevenk. Ey Jungs. Da links ist nur eine Person, das übernimmst du. Du machst was du kannst, ich nehme da rechts auf nur drei Personen, okay? Ey, aber verbockt es nicht, gell? Nein. Halt ihr bereit? Ja. Geht schon. Cem! Was machst du da? Was? Mach diese Scheiße, wenn du mit alles verkacken! Ey, chill dich mal, Junge, du ziehst doch nur über meinen Stirn an! Mach dein Ding einfach bitte! Komm! Geh vor! Hände hoch! Hände hoch! Hände hoch! Bleib sitzen! Mach die Katze hoch! Und klar, geht's nicht so, Karma! Euch hübschen Ladies passiert nichts, macht euch keine Sorgen, solange ich hier bin, passiert euch nichts. Ich verstehe euch, ihr seid leise! Mach mal schneller, bei euch auf Weihnachten!
Allah in Gott. Wie geht's auch noch? Halb so gut, was guckst du mich so böse an? Hey, hinten! Sitz doch hin! Drück ab. Setz dich mal hin, halt deine Fresse. Jam, mach deinen Job richtig. Hä? Verdammte Scheiße, wir haben doch Codenamen. Ich heiße Madara. Lan Jam. Göt. Stimm mit dem Maul auf Sala. Setz dich wieder hin. Beruhig dich jetzt. Ja, schon, was machst du da? Scheiße. Jam, da ist eine Patron drinne. Woher soll ich das hin? Wenn nicht, gibt's halt am Abendtag anderen. Das war das, was du meintest, was kommt. Die Jungs sind nicht schlecht. Komplett unorganisiert, aber ausbaufähig. Könnten zu mir passen. Nicht schlecht? Was war denn das für ein Chaotenhaufen da? Das soll geplant gewesen sein?